Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back to bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people wanna kill their sorrows. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zur Kites-Plechlawine hier bei Yu-Gi-Oh! The Duelist. Mal nach langer Zeit mal wieder am Zocken von Yu-Gi-Oh! Und ich bin mal gespannt, was für eine Story jetzt kommt. Falls das Video außerdem heute ein bisschen schlechter ist von der Qualität her, ich weiß nicht, irgendwie mein Aufnahmeprogramm spinnt extrem rum. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Und wir gucken einfach mal. Das zweite Halbfinale war Joey gegen Bounty Kite. Um im Duell anzutreten, musste jeder Teilnehmer seine Turnierkarten vorlegen, die Joey schockiert nicht hatte. Unbekannt zu Joey stahl Bunnet K. Joys Eintrittskarte in der Nacht zuvor. Durch die Regel des Turniers wurde Joey 5 Minuten gewahrt, um seine Karten zu finden, oder er würde disqualifiziert werden. Joey suchte überall, aber konnte sie nicht finden. Auf dem Weg in die Arena brach er auf dem Flur zusammen. Entschuldigung, Schwester. Ich kam nah, sehr nah. Komm hoch vom Boden, Joey, und beende das ganze Weinen endlich. Du siehst aus wie ein großes Baby. Ach du Scheiße, ich kann wirklich gar nicht mehr lesen. Wer weint? Ich habe etwas in meinen Augen bekommen. Die dumme Sache bekommst du nicht raus. Mai reicht ihm ihr Stofftaschentuch. Ja, blass nicht nur deine Nase da drin. Weißt du, dass jedes Mal, wenn ich denke, ich habe dich herausgefunden, überrasche mich. Hä? Thea erzählt mir über deine kleine Schwester. Wie du dich duellierst, um das Preisgeld des Turnieres für sie zu gewinnen, dass sie ihre Operation haben kann. Klang wie ein schlechter Seifenoper, um ehrlich zu sein. Aber dann, wer liebt nicht eine schlechte Seifenoper? Wie auch immer, wir sehen uns, Süßer. Süßer? Als Mai ging, bemerkte Joey, dass sie ihre Turnierkarten im Stofftuch versteckt hatten. Warte, Mai, nimm sie. Ich brauche sie nicht mehr. Eine Sache aber, hä? Nimm Ben und Kate raus. Joey rannte zurück in die Arena. So, der Punk kommt, und uns eine schlechte Nachricht zu geben, oder? Lass mich raten, du konntest deine Karten nirgends finden. Wovon redest du? Ich hab sie genau hier. In Ordnung, Kite. Zeit zum Duellieren. Okay, weißt du, ein Teil von mir wollte, dass du es schaffst. Ein nettes kleines Aufwärmspiel könnte mir gut tun. Ich werde dich aufwärmen und erledigen. Sag mir, wie fühlt es sich an, sich als Amateur gegen den internationalen Duellier-Champion zu stellen? Oh, der Meisterschaft. Ich könnte einen besseren Preis in der Complex-Box gewinnen. Punk, ich werde dich lernen, meinen Titel zu respektieren. Natürlich geschichtliches Deck, weil wir haben ja jetzt ein gutes Deck bekommen. Und wir fangen an. Ja. Erzähl, warte mal, was haben wir denn jetzt für Karten? Wir haben doch jetzt nicht von ihr die Karten bekommen. So, wir gehen natürlich auf... Wir setzen natürlich diese Karte verdeckt. Wir gucken aber uns nochmal an, was haben wir hier eigentlich für eine Kartenliste. Ah, Galtia, Drachenritter, genau. Die gab es auch noch so schön. Und wir betten uns. Und sind Part. So, jetzt muss ich überlegen, wie das nochmal war. Wurde es nochmal erzählt? Wie das hier funktioniert hat. So, ich bild mal ein. Das erste Babydrache setzen. Aber man konnte doch... Ja, wir könnten eigentlich auch fusionieren. Ah, fuck, das ist jetzt... Schwer. Ah, das war jetzt ganz dämlich. Aber gut, wir machen ja die Flip-Beschwörung. In die Battle-Phase und greifen ihn. Aber ich weiß, der wird hier was runterliegen haben. Der hat nichts runterliegen. Und, oh, fuck. Na gut, dann gehen wir in die Main-Phase. Wir aktivieren den Effekt. Und ich hoffe, das war kein Fehler. Holen uns den, genau, 1000 Drache, so. In Angriffsmodus setzen dann noch diese Karte.
setze dann noch Metallwandler und ich beende damit meinen Zug. Du bist dran. Wir aktivieren natürlich Metallwandler, setzen es auf unseren 1000 Drachen. Ach du Scheiße, also können wir den rotäugigen schwarzen Metalldrachen gar nicht beschwören jetzt. Nice. Wir gehen in die Battlephase und greifen ihn an. Und wir beenden unseren Zug. Also es ist eine ganz leichte Runde heute. Okay. Hm. Ah, wir beschwören. Ah nein, wir müssen zwei Monster-Tribut einsetzen. Ah, hier hätten wir jedenfalls den. Den müsste mit dem ausgerichtet sein. Dann können wir uns die hier holen. Okay, die 400 Unterschied machen auch nicht viel, aber... Wir gehen natürlich in die Battlephase, greifen mit unseren 1000-Jährigen an. Oh, Zeitmaschine. Oh, der kommt wieder. Na, war's das. Fuck. Wir beenden unseren Zug. Oh, ADK wurde ausgewählt. Gar nicht nice. Fuck, alter Scheibenkleister. Das war natürlich jetzt nicht ganz so geplant. Wir gehen aber hier beschwören den Nachäffer. Aktivieren seinen Effekt, genau, wählen diese gerade mit 2900. Ah fuck, ah nein! Na, jedenfalls können wir seine erste Karte vielleicht besiegen. Oder seine verdeckte Karte. Wir enden unser Zug. Oh, das war überhaupt nicht geplant. Der hat nur noch einen. Der hat doch verloren jetzt, oder? Nee. Der hat seine Karte, warum ist die jetzt auf einmal verdeckt? Das ist eine Feldkarte. Oh nein. 3000. Puh. Leute, wir riskieren es. Wir riskieren es einfach. Wir beschwören ihn. Aktivieren seinen Effekt. Einmal pro Spielzeug kann man das machen. Komm. Nein! Das war unsere letzte Hoffnung. Das war unsere fucking letzte Hoffnung. Wir hoffen jetzt, der wird mich vernichten. Warum greift er nicht mit dem zweiten Monster an? Ey, wenn das jetzt wieder so ein Hin und Her ist. Der hat nur noch 100 fucking HP. Och Gott. Ey, wir haben keine vernünftigen Karten. Was soll denn das? Der könnte uns so einfach leicht jetzt fertig machen. In diesem Position gerade kommen. Hätte mir eh nicht gebracht, aber... Oh, Effekt aktivieren. Hoffentlich jetzt zwei Karten, die ich mal... Spiegelkraft. Besetzen. Und ich beende meinen Zug. Ja, das Glück ist wieder auf unserer Seite. Außer Erz. Ja, Spiegelkraft, komm. Aktivierung. Geil. Jetzt hat er nur noch eine Karte mit 1500. So, und wir beenden uns den Zug. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch auf eine Karte warten, die wir legen können. Danach können wir uns den rotäugigen schwarzen Drachen holen. Der kriegt doch 4000 Schaden. Weil er die legt. So, wir setzen diese Karte wieder und beenden unseren Zug. Und wenn er angreift, kann ich seine Karte vernichten. Nein. Ja. Oh. Alter, was ist denn das jetzt am Ende für ein Kampf? Für den brauche ich noch nicht mal... Ach komm, wir beschwören, wir nehmen jetzt zwei Monster als Tribut. Ich weiß, der wird hier drunter irgendein Blocker haben, aber... Oh, nice. Geil. Ja, Zeitmaschine. Ja, wir beenden uns den Zug. Ah, da ist er nächste Runde ist auf fertig. Wenn er jetzt keine Karte mehr hinlegt, ist er nächste Runde platt. Er ist nächste Runde platt. Nice. Beschwören. Battlephase. Greifen wir ihn damit an. Und direkter Angriff. Oh, nice. Auf keinen Fall. Er hat mich geschlagen. Dieses Duell zählt nicht. Die Eintrittskarte, die Joey zeigten in diesem Spiel, ist nicht mehr seine. Der sollte das Duell nicht zählen. Und er sollte disqualifiziert werden. Er hat recht. Meine Karten waren weg. Also gab mir mal Ehre, aber sag ihr Kite, wie konntest du das wissen, dass es nicht meine sind? Ich bin ganz Ohr. Warum erklärst du dich nicht? Nimm den Schurken weg, weit weg. Nein! Ah, da war's das.
Nice. Ja, da war es das jetzt gewesen. Nächste Runde, beste Freunde, harte Gegner. Hört sich sehr, sehr schwer an. Vor allem, weil wir als Yugi gegen ihn spielen. Wir wissen, was Joey für Karten hat. Jetzt so. Ich würde sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euch, wenn es wollt. Ciao, ciao.